Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Monsters. Und es ist schon spät, das heißt, ich gehe ins Bett. Und zwar sofort. Denn Monsters sind die Monster, sind Monsters, Monsterböse. So, egal. Und ich habe mich mal wieder ein bisschen schlau gemacht. Wie vor allen Folgen, in denen ich ein Problem hatte. Und ich habe jetzt das Problem für den Nano-Helmet gelöst. Denn der Energy Crystal durfte auf gar keinen Fall etwas auch nur aufgeladen sein. Also ich musste das wirklich. Ich habe das jetzt mal mit verschiedenen Kristallen und so weiter durchprobiert. Aber der durfte nicht aufgeladen sein. Und so kriege ich halt den Nano-Suit-Helm mit raus. Gut für mich. Sehr gut. Das Problem ist, dass ich während meiner Tests auch meinen ganzen EU-Vorrat geplündert habe. Ich hoffe, das Ding hält jetzt einigermaßen. Ja, wenn nicht. Genau, ich weiß jetzt, was wir machen wollten. Ich wollte zu einem auf die Suche nach Enderperlen gehen. Und zum anderen. Ach ja, stimmt. Ich habe hier nach Energy Crystal gesucht. So. Und zum anderen wollte ich auf die Suche nach Slimes gehen. Und auf die Suche nach, ja, Blaze Powder, genau. Blaze Powder, denn die beiden Sachen haben wir nicht. Und, die brauche ich dringend. Hier kann ich ja auch keinen Mod mehr drauf machen. Schade. Ja, das wäre so mein Ziel für die heutige Stunde. Und deshalb würde ich mal sagen, alles, was wir nicht brauchen, kommt in die richtigen Kästen. Flintenstiel werden wir bestimmt brauchen. Steel Ingots werden wir bestimmt nicht brauchen. Was ist denn das? Usage. Okay. Okay, also kann ich das essen? Oh. Ja, okay. Hätte ich vielleicht jetzt nicht tun sollen. Aber man weiß ja nie, bevor man etwas ausprobiert. So, die Strings kommen dahin, das kommt auch dahin. Pfeile. Ja, Pfeile nehmen wir mal mit. Sticks brauchen wir nicht. Und der Rest kommt alles hier rein. Das brauchen wir nicht. Fleisch habe ich noch da, Kartoffeln habe ich da. Hier kann ich noch meinen Helm hinlegen. So. Noch ein paar Sachen. Hier kann ich mein restliches Zeug hinlegen. Lava-Eimer brauche ich jetzt auch nicht so wirklich. Ich bräuchte einen Wassereimer, das wäre schon mal ganz nett. Was fehlt noch an Ausrüstung? Komm, ich lade noch mal meinen Helm auf. Jetzt hat er zumindest etwas Schutz. So, und ja, Enderperlen, Blaze Powder und so weiter wären meine Ziele. So, was baue ich noch? Ein Bogen. Wäre nicht schlecht. Der Bogen kommt aber an Stelle 2. Das kommt nach hinten. Das kommt. Das
Kommt neben Flint and Steel und der Eimer. Ja, da bleibt das schön. So. Habe ich für Minecraft irgendwelche speziellen Tasten nochmal eingebracht? Weiß ich jetzt nicht, aber ich laufe jetzt auf jeden Fall mal in die Richtung. Da habe ich wieder eine Essence gewonnen, das ist schön. Denn ich brauche für Slimes einmal Dschungel. Nicht, dass ich das so weit verstanden habe. Und ich brauche für... nein, für Slimes brauche ich Sumpf. Für Slime Balls. Für Ender-Typen, die müssten während der Nacht kommen. Und für den Rest brauche ich... boah. Für Blaze Powder brauche ich Wüste. Die ich da hinten, glaube ich, schon sehe. Es war sehr klug, das jetzt so zu machen. Und ich sollte mit meinem Jetpack etwas weniger umhergehen. Boah, wieso lassen Hühner keine Eier droppen? Finde ich so schade. Bluebells. Vergiss mal nicht, glaube ich, heißen die auf Deutsch. Das könnte auf jeden Fall so sein. Boah, ich ziehe erstmal mein Jetpack aus. Kühe. Also hier ist schon was Schönes. Dann mache ich mir hier auf jeden Fall mal... hallo? F4 war Waypoint. Den lösche ich. Ja. Dann mache ich mir einen neuen. Und schreibe hier... Hühner hin. Dann. So. Dann habe ich hier auch noch was. Und es beginnt zu ruckeln. Wie schön. Aber es liegt daran, dass die Welt neu geladen werden muss. Nicht an irgendwelchen Speicherüberläufen. So. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ich muss irgendwo einen Sumpf finden. Das bedeutet, ich laufe jetzt einmal komplett um die Welt rum. Und gucke, wo es was gibt. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge. Aluminium-Gravel. Und Kupfer. Ah, das finde ich schön, dass es das auch als Gravel an der Oberfläche gibt. Muss man ja mal sagen. Ups. Ja. Schafe. Rote Schafe. Seit wann gibt es rote? Was haben die gedroppt? Matten. Kann man bestimmt auch essen. Na super, das war's mit der Wüste. So. Aber hier war eigentlich, hier sieht es auch nach einem schönen Platz aus, um sich niederzulassen, muss ich sagen. Ja. Schaf. Danke. 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 Ich muss ja sagen, so ein Schwert, was, oh mein Gott, das ist zu viel. Instant Kill ist schon geil.
Ja, übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich so müde aussehe oder warum ich gar nicht angeleuchtet werde, das liegt daran, dass wir jetzt heute 7 Uhr haben. Ich gestern um 1 oder 2 im Bett war und haben jetzt 7 Uhr. Und ich wollte heute was aufnehmen, deshalb haben wir jetzt ziemlich früh. Nicht so schön, aber muss sein. Also, ich hab's mir vorgenommen, deshalb machen wir das jetzt so. Sheep. Oh, wie viel Wolle. Und es wird schon dunkel, das bedeutet, wir essen noch mal kurz. Schieben das in die andere Richtung. Und, ist es hier ein Sumpf? Nein, Urwald. Doch, das ist ein Sumpf. Ziehen unser Jetpack an. So langsam. Glaube ich nämlich, dass wir es brauchen könnten. Aber das hier sieht nach einem Sumpf aus, würde ich sagen. Ich hoffe mal. Mushrooms. Ich habe gelesen, dass man die irgendwie vermehren kann. Selbst schon im alten Minecraft. Ich weiß allerdings nicht genau wie. Boah. Die Tiere machen mich.